verarsche die Polizei, ich verarsche die Staatsanwaltschaft, ich verarsche BMW, Mercedes. Keine Ahnung, ich chill jetzt noch ein bisschen mein Leben, bleib noch ein bisschen am Strand, genieße mein Leben. Denn man lebt immer nur einmal. Ich hab Angst. Angst vor der Zukunft. Angst, wie es weitergeht. Was ich machen soll. Tja, man muss sich ein Leben ja auch was gönnen. So, die Frage steht natürlich bei mir im Raum, ob ich nach § 63 verurteilt werde, also nach Ochsenzoll soll. Dementsprechend muss ich mein Leben natürlich noch in vollen Zügen genießen und das werde ich jetzt auch tun. Natürlich habe ich Angst vor den Leuten und bin jetzt hier an einem Ort, an dem ich mich gar nicht auskenne. Ich war zwar schon öfters früher in Köln, aber es ist natürlich ein Ort, wo ich nicht weiß, wer weiß, dass ich hier bin, wer erkennt mich und dementsprechend ist es eine sehr angespannte Situation für mich. Hamburg ist zu gefährlich, beziehungsweise der ganze Norden ist zu gefährlich für mich und aus diesem Grund müssen wir uns hier in Köln treffen, weil das auch sehr, sehr weit weg ist von meinem aktuellen Wohnort und deswegen ist Köln ganz gut. Ich kann mich mit Einschränkungen frei bewegen. Natürlich muss ich gucken, wo ich mich bewege. Ich muss mich öfters umdrehen und muss natürlich bestimmte Punkte meiden. Ich bin mit Sonnenbrille und Cappy unterwegs. Das liegt einmal daran, dass natürlich nicht jeder mich komplett erkennen sollte. Für mich ist es hier mit all diesen Leuten sehr, sehr schwierig. Ich habe natürlich Angst, weil hier natürlich auch Gestalten sind, die der Kriminalität zuzuordnen sind. Und ich möchte am liebsten diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Kann natürlich im schlimmsten Fall passieren, dass die Leute mir was antun. Dass die mich verprügeln, mich abstechen, mich umbringen. Also das ist individuell. Die sind natürlich sehr daran interessiert, dass ich meine Aussage vor Gericht nicht tätigen kann. Die Leute, die mir was Böses wollen, gehören alle der organisierten Kriminalität. Das ist das Hu und Hu der Hamburger Drogenszene, gegen die ich ausgesagt habe. Das sind alles Leute, die wegen EncroChat verurteilt worden sind. Die meisten sitzen mehrjährige Haftstrafen auf, manche zweistellig. Und die haben Arme, die sehr weit reichen, auch aus der Haft heraus. Aber für mich ist einfach nur wichtig, dass ich diese Situation jetzt hier verlasse, weil sie einfach zu gefährlich ist. Ich bin ein Kronzeuge und aufgrund meiner Aussage und meiner Gefährdungssituation werde ich durch die Polizei in einer besonderen Art und Weise geschützt. Letztendlich muss man dazu sagen, dass meine Aussage von hoher Bedeutung für das LKA ist und die Polizei ohne meine Aussage keinerlei Beweise hatte gegen die Täter. Und ich habe über einen Zeitraum von 6 Monaten insgesamt über 1 Kilo Drogen in die Anstalt reingeschmuggelt. Ich habe dann meine Nummer weitergegeben, ich hatte den Ausgang in mein Handy und die Leute haben mich dann angeschrieben, entweder bei WhatsApp oder über Instagram. Ich habe mit denen ein Treffen vereinbart, wir haben uns auf der Toilette getroffen, die haben mir die Drogen übergeben und ich habe sie dann in die Anstalt mit reingeschmuggelt. Ich war zuerst auch im Maßregelvollzug untergebracht, das heißt ein Gefängnis für psychisch Kranke. Dort war ich untergebracht aufgrund eines fehlerhaften Urteils und eines fehlerhaften Gutachtens. Dort wurden mir psychische Erkrankungen diagnostiziert, die nicht der Realität entsprachen. Ich musste dann daraufhin wieder dagegen Einspruch einlegen, das Urteil, und wurde dann in der Berufungsverhandlung zu einer Jugendstrafe von 5 Jahren verurteilt, die ich zuerst in der J-Fahne versandt und dann in der sozialtherapeutischen Anstalt und zuletzt in der JV Fußmittel abgesessen habe. Meine Knastzeit war nicht so schön. Ich habe keinerlei Therapie bekommen, man hat mir keinerlei Unterstützung bei der Resozialisierung gegeben. Dies hatte auch zur Folge, dass ich mich massiv selbst verletzt habe, im Sinne von geritzt und deswegen meine Arme voller Narben sind. Weil ich war jetzt im Knast nicht großartig der Größte, sondern bin schwul, also ist das schon mal eine Hierarchie unten. Und hatte einfach ein Problem damit, allein zu sein und war sehr auffällig aufgrund von Selbstverletzungen oder war an der Sicht sehr auffällig, weil ich sehr, sehr viele Gespräche mit Beamten, aber auch mit Abteilungsleiter hatte. Und deswegen war ich auch ein leichtes Opfer für die. Damit meine ich, dass zum Beispiel, hätte ich es nicht gemacht, hätten die mich auch nicht beachtet. Und das wollte ich gar nicht, sondern ich wollte ja beachtet werden, ich wollte ja dazugehören und wollte ja auch dieses coole Leben führen. Man bekommt Drogen ins Gefängnis auf einfachem Weg rein. Man sucht sich einen Dummen, der Aushängen hat. In dem Fall war ich das. Man macht den Hoffnungen, erzählt, wie cool er ist und gibt denen Aufmerksamkeit, wie sie in meinem Fall gemacht haben. Kocht für ihn Essen, kauft für ihn ein, chillt mit ihm. Also so, wie das in meinem Fall war. Aber irgendwann will man natürlich auch was dafür haben.
Und dann sagt man, du kannst du denn mal so und so viel Gramm mit reinbringen. Und das läuft dann so, dass man sich diese dann einführt, anal oder auch schluckt, wie auch immer. Und diese dann in der Haft demjenigen übergibt. Das Ganze läuft so ab, man kommt in die Anstalt wieder rein. Je nachdem, wie man die Drogen transportiert hat, holt man sie raus. Übergibt sie dann einem Mittelsmann. Dieser übergibt sie dann demjenigen, an den sie eigentlich gerichtet waren. Und der macht dann damit, was er eigentlich will. Hauptsächlich verkauft er dies dann. Und der Verkauf läuft so ab, dass man sagt, okay, wie viel Gramm willst du? Man bezahlt dann mit Paysafe oder Amazon-Gutschein, weil das sehr, sehr einfach ist, noch sehr schnell ist. Und dann wird Ware gegen Bezahlung getauscht. Und wiederum kann man den Amazon-Gutschein, aber auch Paysafe, wiederum in Sachen umwandeln, wie zum Beispiel Klamotten, also Gutscheine bei verschiedenen Versandhändlern holen. Und damit kann man sich dann rein theoretisch jeden Tag Pakete bestellen und kann sich somit ein sehr gutes Leben machen von verschiedenen Arten Teppichen, verschiedene Klamotten, aber auch sämtliche Schuhe, die man sich haben will. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man in Haft ein sehr, sehr gutes Leben hat. Also ich habe selber auch in Haft Rinderfilet gegessen mit mehreren Leuten. Also die Leute stellen sich den Knast immer sehr schlecht vor oder den Leuten geht es schlecht. Das stimmt nicht so. Also die Gefangenen leben eigentlich fast genauso wie draußen. Der einzige Unterschied ist, dass sie nicht rausgehen können, wann sie wollen. Also sie sind ihrer Freiheit entzogen. Aber sie können genauso Steak braten, sie können genauso Red Bull trinken, sie können genauso originale Zigaretten rauchen. Also genauso wie draußen. Sie können nur nicht rausgehen, wann sie wollen. Aber sie haben auch ein Hafttelefon in der Zelle, also sie können rund um die Uhr telefonieren. Haben einen Fernseher, haben eine Spielkonsole, haben DVD-Player, können sich sämtliche Serien anschauen. Es gibt natürlich auch Knastkontrollen. Man findet immer Drogen, man muss natürlich fragen, ey, wo kommen die ganzen Drogen her und auch die Mengen. Dann schaut man natürlich, wer geht oft raus und wo könnte das hinpassen. Und irgendwann ist man natürlich auf mich gekommen. Und es war dann so, dass die Revisionsgruppe mich angefangen hat, extrem stark zu kontrollieren. Damit meine ich meine Zelle nach jedem Ausgang. Und schon eine Art Druck auf mich ausgeübt hat. Damit meine ich jetzt nicht Gewalt oder mich zu irgendwas gezwungen hat, aber schon ein bisschen Druck ausgeübt habe, sodass ich am Ende mich dazu genötigt gefühlt habe, eine Aussage zu machen. Weil ich einfach mit der Situation an sich überfordert war und ich einfach keine Lust mehr hatte auf den Druck, jedes Mal nach dem Ausgang kontrolliert zu werden. Und weil ich natürlich auch nicht wusste, wie wird das sein, wenn ich entlassen bin? Werden die mich in Ruhe lassen oder wollen die, dass ich andere Sachen draußen noch für die mache, was mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert gewesen wäre. Und aus diesem Grund ist es so, dass ich dann mich dazu entschieden habe, eine Aussage zu machen und das LKA meine Aussage sehr dankend entgegengenommen hat, weil denen das so nicht bewusst war und die zu diesem Zeitpunkt keinerlei Beweise oder auch keinerlei Verdacht darüber hat. Es war ja eine Haft, es war eine schwierige Situation, auch eine schwierige Situation für mich persönlich. Ich wurde ausgenutzt. Das ist aber alles keine Entschuldigung dafür, dass ich das gemacht habe. Letztendlich habe ich dann in Anführungszeichen die Seiten gewechselt. Also ich habe, normalerweise war früher ja die Polizei immer mein Gegner. Das waren die Leute, die gegen mich ermittelt haben, die sehr daran interessiert waren, dass ich aufgrund von meinen Straftaten hart bestraft werde oder auch schnell in U-Haft komme. Mittlerweile ist es so, dass ich so ein bisschen auf die angewiesen bin. Und das ist ein bisschen subjekt, also suspekt, weil ich natürlich jetzt auf die Polizei angewiesen bin und das natürlich ein bisschen komisch ist. Aber ich habe mich dazu entschieden, ich kann es nicht mehr rückgängig machen und muss jetzt das Beste draus machen. Jetzt geht's langsam los. Junge, wieso machst du V-Mann in Bildzeitung, du Hund? Ja, jetzt ruft er an per Video. Ja, was gibt's? Hörst du mich noch? Ja. Wie geht's dir? Es geht. Was war da los? Haben die dich eigentlich getrunken oder was? Puh, kann sein. Ich kann nicht darüber reden, weißt du doch. Aha. Ja, aber sag doch nicht auf, man. Behalte das doch für dich. Digga, was soll ich sonst machen, Digga? Du weißt doch, Paragraph 31 gibt Strafrabatt. Ja, aber hör doch auf damit. Sowas. Ja, Digga, jetzt habe ich es doch eh schon gemacht. Wie kamst du darauf, das zu machen? Bruder, ich kann doch nicht alles erzählen, Digga. Du hast doch in der Bildzeitung gelesen. Wo bist du denn eigentlich? Wo ich bin? Ja. Digga, ich wäre jetzt ja dumm, wenn ich dir meinen Aufenthaltsort sage. Ja, warum? Wann sehen wir uns und so? Wann schreiben wir? Gar nicht. Warum? Ja, warum wohl, Digga? Leute suchen mich, Leute wollen mir an den Kragen. Digga, denkst du, ich treffe mich dann noch in Hamburg mit Leuten oder so? Ich glaube, du hast einen Psychhof, ne? Was war das
Das war jemand, der mich auf Facebook angerufen hat und auch die ganze Zeit der zweite anruft. Und mit dem war ich früher in Haft in Hasand 2016 und wollte jetzt wissen, wo ich bin und will sich mit mir treffen. Und dass der jetzt nicht mit mir Eis essen gehen will, ist ja wohl auch klar. Man muss dazu sagen, dass natürlich, wenn er mir jetzt was machen würde, hätte er so gesehen ein Gut bei der Gruppierung oder bei den Leuten und würde in der Hierarchie oder in den ihren Gruppierungen sehr, sehr weit hochgehen und hätte einfach sehr, sehr was Gut. Und deswegen sind natürlich sehr, sehr viele Leute daran interessiert, mir zu schreiben und sich mit mir zu treffen oder auch über Telegram schreiben mir irgendwelche Leute, ey, wie geht's dir? Also so nach dem Motto, hast du Lust, dich zu treffen im Sinne von Beziehung, Sexualität oder sexuellen Kontakt. Und eigentlich sind die das gar nicht. Also das ist, ja, so geht das die ganze Zeit. Man muss auch sagen, dass man natürlich das Vertrauen in Menschen dadurch verliert, also auch mit Freunden oder mit Menschen, mit denen man eigentlich sehr, sehr gut ist. Man hinterfragt alles, man muss alles sich bestätigen lassen und das macht halt auch so eine Zusammenarbeit oder auch eine freundschaftliche Basis sehr, sehr schwierig, weil man die immer fragt und der Gegenüber dann denkt, ey, warum vertraust du mir nicht? Ich leide unter Schlafstörungen, ich leide unter Appetitlosigkeit und eigentlich ist es ein Leben in Einsamkeit, ein Leben in Angst und ein Leben in Einsamkeit durch die Aussage, die man getätigt hat. Er schämt sich nur noch für ihn. Ich denke, er wollte halt allen beweisen, dass er als Hauptschüler bzw. arbeitsloser Mensch auch was hinkriegen kann. Ich denke, das war, ist der Neid der Besitzlosen, was er gerade macht. Es war halt immer so, seine Freunde waren dort und er wollte halt auch mal cool sein, denke ich, und ja. Ich gehe heute damit natürlich ganz anders darum als damals. Damals ist ja meine Berichterstattung sehr provokant gewesen und sehr justizverhöhnt. Und eigentlich habe ich mich aufgespielt wie so ein kleiner Gangster, wie so ein kleines Kind eigentlich. Und was meine Schwester damals gesagt hat, hat natürlich alles komplett stimmte. Also ich wollte dazugehören und wollte cool sein. Und im Nachhinein betrachtet war das dumm, was ich gemacht habe. Ich habe mein ganzes Leben verbaut. Ich hatte damals eine Ausbildung und habe mir eigentlich meine komplette Zukunft verbaut mit diesem Scheiß, was ich damals gemacht habe. Und bereue auch sehr, was ich gemacht habe. Natürlich würde jetzt jeder Zuschauer sagen, ja, wie kann man denn das bereuen, wenn man dann im Knast weiter Drogen reinschmuggelt? Die Frage muss ich mir natürlich gefallen lassen, das ist selbstverständlich. Aber ich finde schon, man muss meine Situation in Haft sehen und die Umstände, wie das waren, was natürlich keine Entschuldigung dafür ist, dass ich weitere Straftaten gemacht habe. Ich habe wieder Scheiße gemacht, man könnte auch sagen, ich habe wieder nichts draus gelernt und ich war eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich hatte ja vorhin darüber berichtet, dass ich eigentlich eine Jobzusage hatte, ich hatte einen WG-Platz gehabt und habe eigentlich durch mein dummes Verhalten, durch meine dummen Aktionen mit dem Drogenschmuggel eigentlich wieder alles in die Tonne gekippt. Man muss einfach dazu sagen, das, was ich da jetzt gemacht habe und durch die Aussage, die natürlich zustande kam, aufgrund der Scheiße, die ich gebaut habe, habe ich einfach mein komplettes Leben in den Müll geworfen. Also ich kann nicht mehr normal leben, ich habe einfach ein Leben in Angst, ein Leben in Gefahr und aufgrund dessen hat es sich auf keinen Fall das gelohnt. Ich kann auch keinem Menschen empfehlen, das Gleiche zu machen, was ich gemacht habe, im Hinblick auch auf Drogen reinschmuggeln oder auch meine Betrugsstraftaten. Es lohnt sich einfach nicht. Natürlich waren die Urlaube geil, natürlich war es auch cool, auf den Malediven zu sein, mit den geilen Autos gefahren zu sein, Champagner zu schlürfen. Das will ich alles gar nicht bestreiten, natürlich war das cool. Aber die Konsequenz, die dadurch jetzt ist, hat sich einfach nicht gelohnt. Also für einen Zeitraum von irgendwie einem Jahr büße ich jetzt mindestens 40 Jahre, weil ich einfach so, so viele Schulden habe und keinerlei Möglichkeit habe, die in irgendeiner Weise zu bezahlen, sodass egal wie viel Geld ich irgendwann mal verdienen werde, wenn ich überhaupt einen Job finde, was natürlich auch sehr fraglich ist, immer runtergefändet werde und so eigentlich mein Leben komplett in die Tonne geschmissen habe. Auf einer Seite muss ich noch meine Aussagen vor Gericht wiederholen, das heißt, ich muss meinen Mittätern in die Augen gucken und ich habe natürlich immer damit zu rechnen, dass ich wieder in Haft komme. Und das, die ganzen Umstände, macht einen großen psychischen Druck, weil man einfach nicht planen kann, weil man einfach nicht weiß, wo stehst du in 6 Monaten. Natürlich das Wasser, den Hafen, die Schiffe und wenn ich das jetzt hier sehe, kriegt man natürlich Heimweh und fragt mich natürlich, hat sich das alles gelohnt und zu welchem Preis ich das natürlich gemacht habe. Natürlich mit Hamburg abzuschließen ist traurig. Ich habe mich in Hamburg sehr, sehr wohl gefühlt. Ich hatte da viele Leute, die ich kannte und war da sehr, sehr gut vernetzt. Und man muss einfach dazu sagen, dass aufgrund der aktuellen Situation, die wahrscheinlich mein Leben lang fortbestehen wird, Hamburg und der ganze Norden einfach tabu sein wird für mich.
Ich gehe damit an die Öffentlichkeit, weil ich finde, das, was mir passiert ist in Fuhlsbüttel, darf sich einfach nicht nochmal wiederholen. Und ich bin der Meinung, dass sich gravierend in Fuhlsbüttel was ändern muss. Und aus diesem Grund gehe ich auch an die Medien, um natürlich zu erhoffen, dass sich dadurch was ändert. Um aber auch meinen Teil der Geschichte zu erzählen, wie es denn wirklich war. Ich wünsche mir eigentlich ein ganz normales Leben und ein Leben in Sicherheit. Ein ganz normales Leben, damit meine ich eine Wohnung, einen Partner, Kollegen, eine Arbeit und einfach ein Leben in Sicherheit und nicht immer Angst haben zu müssen, dass irgendeiner auf mich wartet und mir was antun will. Three, two, one.